Hallo Leute und willkommen in der Zukunft. Ich bin Spooky4F und das hier ist Halo 4. Es hat lange gedauert zugegebenermaßen, aber ich habe jetzt endlich ein Video gemacht. Ich habe mir überlegt, was überhaupt in welcher Richtung das Video gehen soll, ob es Let's Play oder sonst was sein soll. Jetzt habe ich mich zunächst mal entschlossen, hier ein bisschen über die neuen Fähigkeiten und die Waffen aufzuklären. Wie ihr seht, ich bin jetzt 56, also ich habe ein klein bisschen Ahnung davon. Und das mache ich zunächst und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Vielleicht let's playen wir die Spartan-Ops-Missionen. Ihr könnt ja mal selbst kommentieren, was ich da hier für Videos in Halo noch machen soll. Noch einen Vorschlag hätte ich, und zwar, dass ich so jede Woche mal gucke in meiner Freundschaftsliste nach coolen Clips und die dann vielleicht reinstellen. So, hier konntet ihr gerade die Spezialisierung sehen. Das hier sind die Belobigungen. Die Spezialisierung kann man sich mit Level 50 wählen. Ich habe jetzt den Wetwarg geholt, weil der den coolsten Helm hat. Und durch die Spezialisierung kann man dann wieder aufsteigen weiter. Also eigentlich ist der Level 50 der höchste Level so gesehen. Aber dann durch die Spezialisierung, welche es gibt 8 Stück, da kann man dann jeweils haben 10, jeweils 10 Level und man kann bis auf Level 130 aufsteigen. So, so sieht der auch aus. Das ist der Wetwarg-Helm hier. Wetwarger und. Ja, und das hier sind die verschiedenen Posen, die man hier am Anfang wählen kann. Alle eigentlich cool, bis auf heldenhaft. Gefällt mir nicht, weil man da nicht so viel vom Helm sieht. Und dieses Wappen habe ich bekommen für den Season Pass. Da habe ich auch noch 2 Helme dafür bekommen und kriege natürlich die 3 Kartenpakete, wenn die denn rauskommen. Das hier sind jetzt die neu eingeführten Klassen. Da seht ihr, da gibt es seine Primärwaffe, Sekundärwaffe, die Granaten und dann hier diese Panzerungsfähigkeit. Da ist ja einiges schon bekannt. Aktive Tarnung geht mir nicht ab persönlich, habe ich aber jetzt trotzdem mal gespielt hier für den für hier diese Übersicht. Genauso wie das Schild. Das spiele ich eigentlich auch nicht. Hartlichtschild bringt eigentlich nichts. Aber habe ich jetzt auch mal gemacht hier, um eine Übersicht zu gewährleisten. Hier das Jetpack ist eigentlich wieder das gleiche, spiele ich eigentlich auch nicht. Ich spiele eigentlich nur da oben Prometheaner-Sicht und den Regenerationsfeld, das Regenerationsfeld. Ansonsten spiele ich nichts und das sind auch genau die, auf die ich eingehen werde. Und das Hologramm, darauf gehe ich auch noch ein. Hier seht ihr noch meinen DMR. Ich habe einen neuen Skin, auch durch die Spezialisierung. Wenn ich den Level 5 der Spezialisierung erreiche, habe ich dieses DMR-Skin freigeschaltet. Und das habe ich mittlerweile. So, da unten ist Kino. Da haben wir die Spielliste. Infinity Showdown, Showdown Big Team, Herrschaft. Es sind also jede Menge Spiele dabei in der Spielliste. Team Scharfschütze. Wo ist denn das Frei für alle Rückblick? Haben sie das wieder rausgeholt? Oh, gestern hatten sie Frei für alle Rückblick drin. Da konnte man Oddball und King of the Hill spielen. Also jeder gegen jeden mit 8 Leuten. Ich muss sagen, das war auch ein scheiß Spielmodus. Also eigentlich war er gut von der Idee her, er hat übelst Spaß gemacht, aber wenn man dann bei Oddball so Leute hat, die am Ball nur campen und den gar nicht aufnehmen, als er mich getötet hat und den Ball in die Hand, habe ich direkt noch in der Killcam gesehen, wie er den Ball wieder weggeschmissen hat. Der wollte gar nicht das Spiel gewinnen, der wollte nur campen. Also solche Drecksspieler gibt es eben auch leider hier in Halo. So, und dann würde ich sagen, hier kann man im Kino, kann man die Filme starten und dann starten wir mal und wir beginnen mit dem Hologramm. So, dieses Hologramm ist ja aus Reach bekannt eigentlich. Das kann man so nach vorne schicken und die Leute sind dann ein bisschen irritiert. Das Strahlengewehr ist wieder da. Und zwar die richtig schöne Version. So wie in Halo 3. Das hat mich sehr gefreut, weil irgendwie kann ich mit dem sogar besser umgehen als mit der Menschenscharfschützenwaffe. So, und das Hologramm finde ich täuscht hier öfters als bei Reach sogar. Hier benutze ich es und jetzt habe ich mir den Moment Zeit verschafft, den ich gebraucht habe, um den Kopf zu finden. Und mache hier den Kill und das Massaker. Und deswegen ist also das Hologramm ist auch nicht schlecht. Das kann man auch spielen. Hier wieder Ablenkung, Bob und Back.
So, soweit zum Hologramm. Ich denke, das Prinzip ist klar. Jetzt kommt die Prometheaner-Sicht, mein Favorite. Für alle, das hier ist die Anti-Camper-Klasse. Weil hier, man kann einfach durch jede Wand gucken und wenn da jemand da unsichtbar campt hinter der Wand, das ist einfach toll. Man kann die alle wegnehmen. Man kann natürlich auch selber campen, wie ich es hier gerade mache, aber da geht es auch hier um den Spielsieg, also jetzt noch nicht. Hier habe ich nur meine Energie regeneriert. Campen tue ich erst am Schluss. Aber da ging es auch wirklich knallhart um den Spielsieg und da muss man dann auch einmal sitzen bleiben. Da nützt es ja nichts, wenn man dann in die Gegnermenge reinrennt. Aber wenn man das von vornherein vom Spiel macht, das ist schon ziemlich nervig und das ist in Halo jetzt mittlerweile auch leider ein bisschen öfter vertreten. Eben auch wegen dieser Unsichtbarkeit. Die hätten sie soll ganz weglassen. Aber okay, das hier ist ein gesundes Mittel gegen die Unsichtbarkeit und vor allem sehr effektiv, sehr wirksam. Da werde ich vielleicht auch noch demnächst mal ein Sondervideo machen von so einem Spiel. Ich habe da gerade eben ein Spiel auf Complex gespielt, das ist ja die Camper-Map sowieso. Also die macht mir eigentlich keinen Spaß, aber ich hatte da eben einen Königsmord, da habe ich bombastisch abgerockt. Und immer mit dieser Sicht so viele Unsichtbaren vernichtet und vor allem man kann meistens immer einen Schuss früher loslegen. Das ist das Ergebnis hier. Ihr seht, es steht 590 zu 530 oder 580 zu 530. Ich kann es gerade nicht so richtig erkennen. Deswegen habe ich da ein bisschen die Bewegung zurückgeschraubt. Mache ich normal nicht. Vor allem nicht hier vor. Aber ich habe es halt eben versucht, noch das Spiel zu drehen. Hat nicht geklappt. Kommen wir zum Chatpack. Das Chatpack kann durchaus sehr nervig sein, vor allem wenn die Gegner es spielen. Ich krieg damit nämlich nichts hin. Außer jetzt gerade hier, da ist mir gerade so ein kleiner Clip gelungen. Das hat mich gefreut, hätte ich gar nicht damit gerechnet. Aber eigentlich kann ich mit dem Ding nichts. Also nicht, dass das Ding schlecht ist, sondern ich kann einfach nichts damit. So, hier, gut, das hier ist jetzt natürlich, hört sich natürlich jetzt blöd an. Ich kann nichts damit. Hier mache ich gerade mal so drei Abschüsse innerhalb von ein paar Sekunden, aber ja. Glück muss man auch mal haben. Sag ich dazu nur. Ansonsten spiele ich das auch nicht gerne. Ich weiß nicht, ich verliere da zu sehr die Übersicht. Vielleicht ist es auch einfach nur eine Gewohnheitssache. Also wenn man das jetzt öfters spielt und damit zurechtkommt, dann sollte das eigentlich auch besser klappen. Aber ich bleibe lieber bei meiner Pro-Data-Sicht, sag ich jetzt mal so. Zack, wurde ich erschossen. Jetzt kommt das Hartlichtschild. Sehr uneffektiv. Also ich finde, es ist total unnötig, das Ding zu spielen. Bis auf wenige Momente hier habe ich mich auch sehr schwer getan, einen Clip zu finden. Und ich wollte jetzt nicht unbedingt nur die ganze Zeit mit dem Drecksding spielen. So, hier Plasma-Pistole geht auch noch, ist aber nicht mehr so gut wie im Reach, weil die Lebensenergie eben viel geringer ist und man selber auch dadurch viel schneller tot ist. Das ist klar, dann nützt das nicht, ist das nicht mehr ganz so effektiv mit der Plasma-Pistole. Aber dafür geht es ja jetzt Bolzen-Pistole. Und hier ein zusätzlicher Schild und ja. Hat man trotzdem keine Chance hier zu überleben. So, in diesem Clip hier läuft es besser, das kann ich schon mal vorab sagen. Das ist eigentlich auch das Einzige, was ich in dem ganzen Spiel mit dem Schild hinbekommen habe, wo das wirklich was genützt hat, wo ich wirklich eine Situation, eine prekäre Lage überlebt habe und dann auch noch einen Kill mitgenommen habe. Aber deswegen uninteressant. Regenerationsfeld kann sehr nützlich sein, muss man aber auch sich ein bisschen dran gewöhnen. Hier mit der BR oder dem Kampfgewehr besser gesagt. So heißt es ja. Ich spiele eigentlich die DMR, aber ich habe hier ja halt mal ein bisschen geswitcht, auch in den Waffen, dass man da auch ein bisschen Vielfalt hat. Dass ihr da ein bisschen was seht. Hier doppelter Abschuss und jetzt schnell das Regenerationsfeld, wenn man kurz in Sicherheit ist. Natürlich ist man in dem Moment auch sehr anfällig und man kann auch gerade sterben, wenn man das Regenerationsfeld macht. Ist mir schon oft passiert. Unsichtbarkeit. Ich habe es nicht gerne gespielt, muss ich ehrlich sagen, aber guckt euch das an, wie lächerlich ich da spiele. Da ist man unsichtbar und dann macht man die zwei Kills, dann wird man von hinten umgebracht und super geil, oder? Und hier schön unsichtbar anschleichen, aufstehen und mit dem Schwert halbieren. Was mich jetzt wundert, jetzt bin ich gar nicht unsichtbar. Ich bin nicht unsichtbar, pass auf hier. Er läuft einfach von hinten an mir vorbei. Ich weiß es nicht, was mit dem los war. Aber so zu spielen, das macht erstmal keinen Spaß und zweitens finde ich das einfach abartig. Und deswegen, dieses Perk gehört eigentlich nicht in Halo rein. Wenn ihr anderer Meinung seid, ist das in Ordnung, ist nur meine Meinung. Also, wie gesagt, ich will da keinen Vorwürfe machen irgendwie.
oder sonst was. Ist halt nur meine Meinung, es holt irgendwie die Action aus dem Spiel, aber wenn da irgendwelche Leute nur noch an der Ecke sitzen, ist das irgendwie für mich kein Halo mehr. Aber okay, so schlimm ist es jetzt eigentlich gar nicht. Auch aufgrund von der Prometheaner-Sicht kann man sich ja dagegen wehren, was ich toll finde. Und das war es eigentlich soweit. Und deswegen würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Denkt dran, kommentiert, was ich noch so machen soll in Halo Business hier. Eine Montage oder so. Wird noch ein bisschen dauern, werde ich machen. Aber dafür braucht man zunächst mal Clips. Ansonsten, wie gesagt, diese schönen Kills von meinen Kollegen, da könnte ich samstags immer so einen Wochenrückblick machen, die schönsten Kills der Woche unter meinen Kumpels. Der Xbox Live Freundschaftsliste da ein bisschen durchstöbern. Wenn ihr daran Interesse habt, schreibt es einfach. Bis dahin, spielt fleißig weiter und viel Spaß dabei. Euer Spooky. Bye.